Die Europäische Zentralbank EZB hat zum ersten Mal seit fast 5 Jahren die Leitzinsen gesenkt. Stefan Wolf in unserem Frankfurter Börsenstudio. Was heißt das jetzt? Nun, letztendlich heißt das, dass sich Anleihen, also Zinspapiere, erst einmal wieder etwas unattraktiver gestalten, Aktien dagegen an Attraktivität gewinnen, dass es leichter wird, für Unternehmen Kredite aufzunehmen. Und das soll so die Erwartung und durch die Hoffnung die Investitionen wieder anschieben und so für einen kleinen Wirtschaftsaufschwung sorgen. Es war ja eine Zinswende, eine Zinssenkung mit Ansage, aber Applaus und Kritik liegen da sehr eng beieinander. Die EZB argumentiert, dass sie in der Inflationsbekämpfung sehr weit gekommen ist. Die Inflation ist von über 10% jetzt auf 2,6% gesunken. Aber mit 2,6% liegt sie erstens höher als noch vergangenen Monat, zweitens immer noch weit entfernt vom Inflationsziel, nämlich den 2%. Und so rechnet man damit, dass die Europäische Zentralbank nach dieser Zinssenkung heute erst einmal eine leichte Zinspause einlegen wird. Das heißt, also erstmal Füße stillhalten, warten, was passiert, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sie reagiert, bevor weitere Schritte folgen können. Am Aktienmarkt spiegelt man genau das. Der deutsche Aktienindex ist mit kräftigen Gewinnen in den Tag gestartet, hat diese aber sukzessive abgegeben, steht immer noch mit 67 Punkten im Plus, 0,25% mehr ist das bei 18.642. Auch hier heißt es erst einmal abwarten. Dankeschön nach Frankfurt, Stefan Wolf.